Bereits zum zweiten Mal an diesem 28. Januar 2014 begrüße ich euch zu einer Gerüchteküche-Ausgabe. Heute gibt's jetzt in dieser Gerüchteküche-Ausgabe noch nicht die weiteren Bilder zur Fischzucht zu den Stellen, sondern auch weitere Bilder, ja. Allerdings zum Valentins-Event 2014, da steht ja auch schon wieder fast vor der Tür. Rund 2 Wochen dauert es ja noch, dann ist es schon wieder soweit. Kurzer Rückblick ist, warum die weiteren Bilder, naja gut, dann wird es erste Bilder auch gegeben haben, korrekt. Diese, dass ihr euch das Video nicht extra noch angucken müsst, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier auch nochmal gezeigt. Und da fallen natürlich bei den 2 Sachen vielleicht schon ein bisschen auf, werden hier diese möglicherweise Kerze oder diese Herzlampions oder wie man die Dinge auch immer nennt, möglicherweise das Drop-Item sein, Fragezeichen, und hier die Wasserlilie oder Wasserrose, das wird sich dann noch zeigen, hier Bildchen davon, die Eventpflanze könnte definitiv so sein, vielleicht wird es auch in dieser neuen Eventmechanik dann kommen, das Event, vielleicht kommt auch noch Mühlenprodukt, wer weiß, vielleicht ist es so. Vielleicht, naja, okay, die Kombination unbedingt Herzlampions mit Wasserlilie und Rose wird dann zu einer Kerze, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, aber wer weiß, irgendwie kommt es dann vielleicht so in der Art, das sind ja alles nur ein bisschen Gerüchte. Warum, ja, hier sieht man dann auch noch hier auf diesen schönen See, auch diese Lampions hier und dann hier alles voller dieser Lilien oder Rosen oder was das auch immer darstellen sollte. Die Pflanzenexperten unter euch können sich hier gerne in die Kommentare zu Wort melden und mich korrigieren, wenn ihr dann sagt, oh, das ist ja eine komplett andere Pflanze. Gerne noch korrigiert mich. Kein Problem. Gut, und jetzt kommen wir natürlich, das hätten wir einerseits, das fehlt dir noch. Was fehlt bei einem Event natürlich? Items braucht man auch noch und die habe ich hier für euch. Und zwar einerseits dieses Item hier, gut, was das genau, dann sieht man auch wieder hier diese Lampions und 2 Stinktiere. Wie viel das Item bringen wird, in wie vielen Stunden, das ist noch ein bisschen Fragezeichen da, aber einfach das Item mal gezeigt. Wie auch dieses Item hier. Und zwar die Katze, die spielt Klavier. Auch nicht schlecht und das mit einer schönen Rose. Ja, für wen das Klavier spielt? Keine Ahnung, vielleicht möglicherweise hier für die Maus, bezweifle ich weniger, aber naja, Katze, Maus, ob das so große Freunde werden, weiß ich nicht mehr und hoffentlich ist hier diese, da sieht man auch wieder die Pflanze, die Wasserlilie oder Wasserrose, auch hoffentlich ist das keine fleischfressende Pflanze, sonst heißt's Arrivederci, liebe Maus, aber die spuckt anscheinend die Maus auch wieder aus, hier diese Pflanze, okay, und was könnte diese 3 Items nicht genug sein? Gibt es noch ein weiteres Item? Also nicht schlecht, Item gibt es genug beim Valentins-Event 2014. Ja, warum denn nicht? Und zwar, es war schon abzusehen, dass diese Elefant und die Maus irgendwie auch dicke Freunde sind. Hier auch noch dieses Item plus natürlich auch Animationen gibt es hier bei mir auch zu sehen. Ja, okay, liegt hier die Maus und auf dem Elefanten sein Rüssel. Ja, okay, ob das unbedingt so eine große Liebe wird zwischen den 2 Tieren, ob die unbedingt so gut zusammenpassen, das sei mal in den Raum gestellt. Witzig sieht es aber alle aus. Auch hier generell wirklich finde ich es recht witzig, auch hier dieses Item mit der Maus in die Pflanze rein oder die Fleisch jetzt, völlig verrückt hier. Die klavierspielende Katze. Also, was sagt ihr denn zu den Bildern? Gefallen euch die Items? Denkt ihr, bei dieser Wasserlilie oder Rose handelt es sich um die Wimpflanze und Drop-Item, ein irgendetwas Kerze oder so? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Eure Meinung zum Event rätselt doch gerne mit. Also, das waren die Bilder. Lange dauert es nicht mehr. Am 14. Februar ist der Valentinstag. Event startet vielleicht ein paar Tage vorher oder ja, nachher nicht unbedingt. Mal gucken, wenn nähere Infos da sind. Irgendetwas Brandinformatives, was extrem wichtig ist. Dann gibt es natürlich wieder eine Gerüchteküche-Ausgabe. Das war's mit diesem Video. Mal gucken, ob heute noch eins kommt. Ich denke nicht. Noch ein Gerüchte-Video. Mal schauen. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.